Norbert Galeske fasst den Tag zusammen. Gute Vorstellung der deutschen Weitspringerinnen in der Qualifikation. Heike Drechslers zweiter Versuch nach 6,31 Meter im ersten. Eine deutliche Steigerung auf 6,80 Meter. Heike Drechsler nach diesem technisch sauberen Sprung damit ohne Probleme im Finale. Dort wird dann auch Susan Tietke-Green wieder zu sehen sein. Auch ihr zweiter Versuch, ein gut getimter Anlauf. Den Balken fast perfekt getroffen, ein weiter Flug auf 6,72 Meter. Noch ein kurzer Blick zu ihrem Ehemann Joe Green. Qualifikation geschafft, auch sie also am Samstag im Finale. Es sollte eine kleine Zugabe nach ihrem fabelhaften Siebenkampferfolg sein. Sabine Braun im Weitsprung bei den Spezialistinnen. Ihr bester Versuch nur bei 6,20 Meter. Die Weltmeisterin im Mehrkampf mit dieser Weite für den Endkampf nicht qualifiziert. Nur eine kam durch, das Fazit der Speerwurfqualifikation der Frauen aus deutscher Sicht. Mit Tanja Damaske, Karin Forkel und Silke Renk, drei Athletinnen des DLV im Wettbewerb, doch nur die deutsche Meisterin Tanja Damaske hier im Bild konnte sich nach diesem Wurf und erreichten 63,30 Meter für den Endkampf am Samstag qualifizieren. Kurz darauf die erste Entscheidung des Tages und im Fokus der Fotografen das Finale der Gehr über 50 Kilometer. Wollen wir mal schauen, wie sich Astrid Kumbonus einstimmt auf den Wettkampf heute Abend, das Kugelstoßfinale. Hier sehen wir sie, rechts ihr Lebensgefährte und Trainer Dieter Kollark und hinten Stefanie Storb, eine der drei deutschen Starterinnen noch. Und jetzt schauen Sie mal, ganz entspannt wirkt das, Küsschen noch. Und naja, dann soll es wohl was werden. Ich habe gesagt, und dazu stehe ich auch, es wird Gold oder Silber werden für Astrid Kumbonus. Ich hoffe, sie enttäuscht mich nicht. Hätte man eben doch die Weltmeisterschaften auf Ende August gelegt, dann wären auch mehr Zuschauer da. Und Beate Gummelt hätte möglicherweise ein besseres Ergebnis erzielt. Wir hoffen, dass es ihr Tag heute ist. Astrid Kumbonus, die Entscheidung beginnt um halb und steht im Mittelpunkt, denn es ist eine der großen Medaillenchancen. Und gerade deshalb hat sich der Kollege Dieter nur ein paar Gedanken gemacht. Bei 200 Meter Läufen, Semifinale, die besten vier gelangen ins Finale. Und Sie sehen schon, DNS, das heißt das Nordstart, Marie-José Perec hat zurückgezogen. Es heißt, sie ist verletzt. Sie war hier mit einer Wildcard kurzfristig doch noch angereist, nachdem sie verzichtet hatte, hatte Verletzungsprobleme, Ermüdungsbruch, Schwierigkeiten an ihre Form anzuknüpfen. Sie erinnern sich, Doppel-Olympiasiegerin von Atlanta über 200 und 400 Meter, hatte dann für die 200 Meter gemeldet, hatte einen sehr guten Eindruck hinterlassen hier. In der zweiten Runde, auch in den Vorläufen, jetzt also musste sie offensichtlich zurückziehen. Vielleicht auch, weil sie glaubt, dass sie keine Chance hat. Juliet Campbell aus Jamaika, eigentlich 400 Meter Spezialistin. In diesem Jahr hat sie sich konzentriert auf die 200. Wer weiß, wofür es gut ist, insbesondere nach dem Ausscheiden von Marie-José Perec. Jetzt ist ein Platz mehr frei geworden im Finale, in das sie auch will und in dem sie auch Favoritin ist. Nach ihrer Silbermedaille über 100 Meter. Zana Pintusevich aus der Ukraine. Olympia 8., Weltmeisterschaftsfünfte, macht einen sehr starken Eindruck in den 100 Metern, wo wir sie eigentlich schon als Titelfavoritin angesehen haben. Marina Trandenkova aus Russland, 30 Jahre schon, verheiratet mit Igor Trandenkov, dem zweimaligen Silbermedaillengewinner bei Olympischen Spielen. Das ist Melinda Gainsford-Taylor aus Australien. Im Vergleich zu den anderen nicht unbedingt von athletischer Statur, nicht so definiert. Aber wenn sie mal in Schwung kommt, dann ist sie schwer zu halten. In diesem Jahr drittschnellste Zeit in der Welt. Auch mal von Linford Christie trainiert. Das ist Inga Miller aus den USA. Nun ist Miller ein häufiger Name, aber wenn ich sage Lennox Miller, dann fällt bei einigen dann doch die Klappe. Olympisches Silber 68, Bronze 92, sie Gold schon mit der 400 Meter Staffel
4x100-Meter-Staffel, womit die Familie über die komplette Edition olympischer Medaillen verfügt. Und 391 Merlin Fraser, Jamaika, jüngst im Feld mit 23 Jahren, vierte der Hallenweltmeisterschaften. Und ganz außen noch Xiaomei Liu aus China, die Rekordhalterin Asiens mit 22,70. Inga Miller also auf der Bahn 5. Stand lange Zeit im Schatten oder unter dem Druck des berühmten Namens Lennox Miller. 96 hat man dann auf die Hilfe von Don Quarry zurückgegriffen, dem Olympiasieger 76 aus Jamaika. Und seit der Zeit läuft's. Durchbruch bei den Trials, als sie Gwen Torrence um eine Tausendstel aus dem Olympiateam warf, über 200 Meter. Melinda Gainsford-Taylor, die Australierin. Die besten vier also kommen ins Finale. Juliet Campbell, Sanna Pintusevic, die schnell angeht, jetzt schon an Marina Trandenkova vorbei ist. Und Melinda Gainsford, dann Inga Miller. Die vier hier, Pintusevic, Miller, Gainsford und Trandenkova ganz außen. Vielleicht noch Merlin Fraser, nein. Inga Miller gewinnt. 22,59 Sekunden. Bei einem heftigen Gegenwind, und das macht die Zeit denn doch beachtlich. Inga Miller also ist im Finale. Melinda Gainsford-Taylor ebenfalls. Sanna Pintusevic, die hier insbesondere auf den 100 Metern sehr stark wirkte. Und Marina Trandenkova. Die Kugelstoßerinnen sind im dritten Versuch. Das heißt, jetzt wird gleich ein wenig gefiltert, ausgesiebt. Nur noch 8 dürfen dann weitermachen. Und Nadine Kleinert aus Magdeburg hat gute Chancen auf weitere 3 Versuche, denn sie liegt momentan an 7. Stelle mit 18,42 Metern. Ja, jetzt scheint sie die Kraft ein wenig zu verlassen, ja. Sie wird ja von Klaus Schneider trainiert, der auch Katrin Neimke zu einer Weltklasse-Kugelstoßerin geformt hat. Jetzt hat sie ja ein wenig versucht zu variieren, aber die Kugel absolut nicht getroffen. Keine Verbesserung, macht den Versuch hier mit diesem Kick ungültig. Bevor es zum zweiten Halbfinale geht, ein Blick auf eine der Teilnehmerinnen. Eine ganz besondere mit einer ganz besonderen Geschichte. Das Solo-Gold. Unabhängig vom Ergebnis heute aber wird es Bilder wie diese hier bald nicht mehr geben. Denn nach dem Abschluss ihres Studiums in Kunstgeschichte wird sich die inzwischen 37-jährige Jamaikanerin in naher Zukunft anderen Dingen widmen. Und nicht wenige würden ihr zum Abschied eine goldene Siegerehrung, wie damals in Stuttgart, wünschen. "200 Meter, das ist ohnehin ihre Lieblingsstrecke. Da hat sie also 2 Goldmedaillen geholt. Über 100 Meter hat sie es austrudeln lassen, als sie sah, dass sie nicht gewinnen konnte gegen Marion Jones und Sanna Pintusevic. Marlin Otting. Während wir gerade Bahn 2 gesehen haben, Sandra Fagin. Und jetzt ist die Vorstellung des internationalen Bildes auch bei der Grande Dame des Sprints. In Monte Carlo lebt sie. Nächsten Samstag hat sie dort ihr Heimatsportfest. Und im Kugelstoßen ein kleiner Zwischenschnitt, denn Stefanie Staub ist immer noch, sie war Dritte und jetzt schauen wir mal schnell, ob sie es noch ist. Und das wäre ja der größte Erfolg der Wolfsburgerin, wenn sie da bliebe.
Noch eine Steigerung, 1922, nein. Wir können schon wieder rübergehen ins 200-Meter-Rennen. Sylvain Félix, die Französin, wir haben die Russin Leschowa übersprungen und dann nach der jungen Französin. Ja, die große Offenbarung der Vor- und Zwischenläufe, eine Dame aus Sri Lanka. Jayasinghe hat er gesagt, also so spricht sich der Name auf Englisch aus. Und jetzt hören Sie mal. Katharina Koffa, die Hallenweltmeisterin. Aber nur mit Mühe ist sie in dieses Semifinale gekommen, scheint nicht in der Form der Tage von Paris im März. Und scheint nicht so stark eingeschätzt werden zu können wie die Dame aus Sri Lanka. Hinter ihr die 22:44 im Zwischenlauf gesprintet ist. Ganz außen dann noch Petja Pendareva in diesem zweiten Halbfinale 200 Meter der Damen mit den Favoritinnen Otte, Jayasinghe, vielleicht auch Juliet Cuthbert auf der Innenbahn. Die Jamaikanerin, schon 33 Jahre alt, Silbermedaillengewinnerin von Barcelona. Die besten vier kommen weiter. Morgen im Finale stehen sie dann um 17:55. Die Bahn 8, sehe ich gerade, bleibt frei. Pendareva also nicht am Start. Macht es etwas einfacher. Aus 7 mach 4. Jekaterina Leschkova, russische Meisterin in diesem Jahr und persönliche Bestleistung im Vorlauf. Aber, ja. Zurückgeschossen. Go Merlin, das kann sie gleich. Lebt mit uns in einem Hotel und wird auch einmal an der Poolbar auf der Dachterrasse gesichtet. Sieht das Ganze mittlerweile relativ gelassen. Und Pavlic im dritten Versuch. Keine Steigerung für die Ukrainerin. 20:57 bleiben stehen. Ja, wird auch mal mit vielen Anrufen belästigt und hat vor Wut das Telefonkabel aus der Wand gerissen. Sie will ihre Ruhe haben. Sie will sich konzentrieren auf ihre Chance hier über 200. Und die ist ja da. Ein Wettbewerb, der offen ist. Marion Jones startet nicht. Was die Pintusevic kann, ist hier nicht so klar. Juliet Cuthbert hat die Verwarnung bekommen. Muss sich jetzt ein wenig zurückhalten. ...33 Medaillen, wird immer geschrieben, hat sie erreicht. In allen Großereignissen. Aber da zählt man auch Commonwealth-Spiele dazu. Tun die Briten ja auch gerne. Jetzt hat's geklappt. Otte, die dritte von rechts, mit dem besten Start. Der Jubel gilt der Griechin ganz links, aber die scheint nicht in der Form von Paris. Otte, schon in Führung, eingangs der Zielgeraden. Jayasinghe aus Sri Lanka, die Überraschung dieser WM, wird Zweite. Otte gewinnt, Jayasinghe, Leschowa und die Französin Silva Félix. Und mit 22:25 läuft Merlin Otte schneller als in diesem Jahr bisher. 22:47 standen vor den Tagen von Athen zu Buche. Sie ist ja gewohnt, ein großes Programm zu absolvieren. Hat die Wettkampfhärte in 17 Jahren gewonnen, seit sie 1980 in Moskau das erste Mal international auf sich aufmerksam machte. Ja, da hat sie doch ein wenig Tempo rausgenommen. Und nachträglich erscheint es mir logisch, dass sie im 100-Meter-Lauf auf den letzten Metern Kräfte gespart hat. Die braucht sie hier wahrscheinlich noch. Gegen Pintusevic. Sylvain Félix ist eine Überraschung. Erst 19 Jahre alt, die Französin. Zweite bei den Landesmeisterschaften hinter Christina Ron wird sie hier Zweite. Marie-José Perec wird also so stark gar nicht vermisst. Das ist
Jetzt also der dritte Versuch von Astrid Kumbanus. 2071 bisher die Führung, aber ganz beruhigt kann sie nicht sein. Denn Vita Pavlic hat gezeigt, sie ist zu solchen Weiten in der Lage. Hat sich im Winter operieren lassen müssen am Knie. Und deswegen sind auch beide Knie. Da hat sie schon Kreuzbandrisse und anderes gehabt. Hier bandagiert, das scheint ihr neuralgischer Punkt zu sein. Und sie möchte, dass man sie genauso anfeuert wie eben die Griechin, aber den Gefallen werden ihr die Zuschauerinnen und Zuschauer hier nicht tun. Dritter Versuch. Punktlandung, würde ich sagen. 2071 hatte sie im zweiten. Das war wieder ziemlich genau diese Weite. Etwas flacher scheint sie ihn hier rausgestoßen zu haben. Den 4 Kilo schweren Gegenstand. Obwohl ein Versuch bei ihr wie der andere aussieht. Man hat mal Experimente gemacht, hat Bilder übereinander kopiert, die fast deckungsgleich waren. Sie hat den Bewegungsablauf verinnerlicht, wie keine zweite. 2052. Ja, irgendwann ein 21er. Das möchte jetzt auch Dieter Kollack. Ja, Dieter Kollack ist noch nicht zufrieden, Peter. Wir freuen uns alle, dass sie führt, aber er sagt, das war alles noch nichts und wird uns jetzt erklären, warum. Ja, das ist noch nichts. Das ist, sie steht zu breit, macht keine Geschwindigkeit. Ist nicht aggressiv. Also hier muss sie ganz einfach aggressiver auf die Kugel gehen. Das reicht nicht zum Gewinnen, 71. Also der Trainer fordert die 21-Meter-Marke. Peter, weiter mit euch. Und dieser Forderung kann sie eigentlich nachkommen, denn sie hat in diesem Jahr das schon zweimal geschafft. Das Sonnenlicht schräg einfallend. Ein Überblick über den Stand im Kugelstoßen nach der Hälfte des Wettbewerbs. Die Führung, die noch nicht beruhigt für Astrid Kumbanus. Der erfreuliche dritte Platz für Stefanie Storb und der umso bemerkenswertere Platz, weil sie ja noch ganz jung ist und ihren ersten großen Wettkampf hat, von Nadine Kleinert. Siebte ist sie. Eben hat Vita Pavlic wieder einen Moment die Herzen höher schlagen lassen, ihre Anhänger, und einen Moment den Atem stocken lassen der deutschen Zuschauer. 2051, also keine Verbesserung, aber das Potenzial der Frau aus der Ukraine einmal mehr deutlich geworden. Jetzt müsste Astrid Kumbanus ein paar Zentimeter drauflegen, damit sie ruhiger leben kann für den Rest dieses Wettkampfs. Ein 21-Meter-Stoß müsste her. Aggressiver, hat ihr Trainer gesagt. Nicht so breitbeinig. Das war's nicht. Sie führt weiterhin 2071 vor Pavlic 2057. Also es bleibt spannend bis zuletzt. Stefanie Storb hat ihren dritten Rang gehalten, aber die Chinesin Wang Xiong ist ihr bis auf 7 Zentimeter nahe gekommen. Und bevor wir zum zweiten Halbfinale kommen... Cross your fingers, heißt so viel wie toi toi toi. Stefanie Storb im fünften Versuch oder im... Wir schauen im fünften Versuch, so ist es. Keine Verbesserung. 1922 aus dem ersten stehen immer noch bei ihr. Das bedeutet aber auch immer noch Platz 3. Die Chinesin Wang hatte einen ungültigen und jetzt die besten 2. Und jetzt das Duell, also Pavlic gegen Kumbanus, das sich zuspitzt. Nur 4-mal in Erscheinung getreten. Astrid Kumbanus hat ihr vorgeworfen, dass sie sich nicht, ähnlich wie Shanna Pitusevic beim Europacup in München Ende Juni gezeigt hat und ihr Land vertreten hat. Sie zog es vor, in der Einsamkeit zu Hause zu trainieren. Macht nicht viel Federlesens, bevor sie stößt. Relativ spontan, aber keine Verbesserung.
durch den Fall Bagatsch bekommt dieses Duell ja auch eine gewisse Brisanz. Alexander Bagatsch, ihr Landsmann, heute ja des Dopings überführt, des Dopings mit Stimulantien. Und Astrid Kumbanus hat ja auch ihr schon zumindest Mauschelei vorgeworfen und dass sie kneifen würde. 20:36, noch einen Versuch hat sie. Und der Vorteil liegt bei der Deutschen, denn sie kann immer noch reagieren. Jetzt im fünften und nachher auch im sechsten. Komm, jetzt nochmal, meine ich da von ihren Lippen gelesen zu haben. Auf, sie stimuliert sich selbst und sie animiert das Publikum. Eine tolle Siegeserie, 52 Wettkämpfe hintereinander, ungeschlagen. Sie riss, überraschend bei der Hallen-WM in Paris, als Pavlic sie schlug. Aber seitdem hat sie bis auf einen Wettkampf wieder alle gewinnen können. Der fünfte Versuch, Astrid Kumbanus. Keine Steigerung. Der letzte Versuch läuft. Astrid Kumbanus liegt in Führung. Stefanie Storb ist Dritte und könnte vor dem größten Erfolg ihrer Laufbahn stehen. Da haben wir sie. 1994 in Helsinki bei den Europameisterschaften. Da schrammte sie schon einmal an einer Bronzemedaille vorbei. Um 10 cm. Und sie gewann ein Jahr darauf in Göteborg mit der größten Marge, mit dem größten Abstand vor einer zweiten jemals. Das war weit mehr als ein Meter. Diesmal ist es knapper. Da ging gerade ihre große Rivalin vorbei, Vita Pavlic. Und jetzt geht es also um die Bronzemedaille. Das ist die Viertplatzierte. Und wenn die gestoßen hat, Wang Xiong, dann kann Steffi Storb sich schon sicher fühlen. Weltmeisterin ist sie schon geworden, muss sie ja nicht mehr werden. Sieht das alles etwas lockerer, es ist knapp. War der Versuch gültig? Schauen wir auf die Zeitlupe. Artistisch hat sie sich da gerettet. 19:22, die Weite von Storb. War das weiter? Banges Warten. Es dauert lange, bis die Weiten hier vermessen sind. 19:07. Es kommt noch eine. Connie Price Smith. 19. war sie. 19 Meter warf sie die Kugel. Die 35-jährige Amerikanerin. Wieso die jetzt noch kommt, weiß ich zwar nicht, denn sie ist hinter der Chinesin, deswegen meine momentane Unsicherheit. Aber dann heißt es halt nochmal eine Kugelstoßerin mehr. Zittern für Stefanie Storb, wenn die dann gestoßen hat, dann hat sie Bronze sicher. Sie hat's. Also, Stefanie Storb wird Dritte, holt eine Medaille. Und kann jetzt noch einen Stoß machen. Seit 10 Jahren ist sie dabei, ganz jung. Schon bei den Großereignissen der späten 80er Jahre. Immer eine zuverlässige Kugelstoßerin. Und jetzt ist Bronze geworden. Und ob sie jetzt so befreit ist, dass sie noch einmal Spannung aufbauen kann für einen guten Stoß, werden wir sehen. Das kann ja nicht jede. Vielleicht ist jetzt auch die Luft raus. Vielleicht kommt sie ja an ihre Jahresbestleistung noch heran. 19,89 Meter. Dieter Kollack schaut auch bei ihr interessiert zu, denn sie ist jetzt unter seinen Fittichen. Sie trainiert mit Astrid Kumbanus und das hat offensichtlich schon angeschlagen. Letzter Versuch, also Bronze hat sie sicher
kann sie noch weiter stoßen als 19,22 Meter. Naja, fast. Eine ganz gute Serie. Zum Schluss nochmal ein 19-Meter-Stoß für die Wolfsburgerin, die auch mal bei Gertrud Schäfer war, der Trainerin von Sabine Braun. Zwei Medaillen also für deutsche Kugelstoßerinnen. Bronze für sie. Und ob es Gold wird für Astrid Kumbernuss, entscheidet sich jetzt. Mit jedem ihrer vier gültigen Stöße über 18 Meter. Und jetzt die letzte Chance der Hallenweltmeisterin, der Europameisterin von Helsinki, Vita Pavlic. Damals mit der schlechtesten aller Vorleistungen zur Europameisterschaft gekommen, ganz überraschend gewonnen. Heute war es weniger überraschend, dass sie ihre schärfste Rivalin war. Bilder, die sie, glaube ich, nicht interpretiert bekommen zu brauchen. Jetzt der letzte Stoß und waren es mehr als 20,72. Ganz schwer zu entscheiden von dieser Perspektive. Sie hat noch einmal alles hineingelegt in diesen letzten Versuch. Die schnellkräftige Pavlic. Sie hat immer noch nicht die Weite gesehen. 20,66. Astrid Kumbernuss ist Weltmeisterin und sie ist enttäuscht. Astrid Kumbernuss ist jetzt Weltmeisterin und kann ganz befreit ihren letzten Stoß machen. Dieter Kollack freut sich. Ob sie seinen hohen Ansprüchen jetzt gerecht wird, noch einen 21-Meter-Stoß machen kann, das wird doch jetzt zur Nebensache. Sie hat den WM-Titel. Ja, es könnte wieder ein Stoß im Bereich ihrer besten Leistung in diesem Wettkampf sein, 20,71. Astrid Kumbernuss freut sich, sie holt Gold, Stefanie Staub Bronze. Die dritte Goldmedaille für Deutschland bei diesen Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Ganz große Erleichterung hier zu erkennen, denn der Druck war natürlich schon groß. Sie wusste nicht, was kann die Ukrainerin, die sich rar gemacht hat, wie das eben früher so war. Das hat man im Übrigen im Ostteil Deutschlands genauso gehalten, früher bei großen internationalen Meisterschaften, dass man sich zurückgezogen hat und erst aufgetaucht ist, wenn es um internationale Medaillen geht. Von daher gesehen gar nicht so untypisch, aber jetzt im entscheidenden Moment hat sie die Nerven behalten, aber eine Schrecksekunde noch einmal. Und wir haben hier manche dieser technischen Wettbewerber erlebt, die genauso gelaufen sind, die im letzten Durchgang noch einmal spannend geworden sind. Jetzt zeigt sie ihren goldenen Gürtel mit Recht. Sieht aus wie ein Weltmeistergürtel von Boxern. Also drittes Gold für Deutschland nach Heinz Weiß, nach Sabine Braun nun auch Astrid Kumbernuss und eine weitere Bronzemedaille durch Stefanie Staub, die war nicht unbedingt erwartet worden.